Runter mit Maulkorb, runter. Schau, wir leben alle. Ich habe nie einen Maulkorb getragen und ich lebe. Wir denken genauso. Herunter, weghauen. Weg mit dem Dreck. Weg mit dem Dreck. Das reibt sich sogar. Weg mit dem Dreck. Unfassbare und untragbare Worte von Peter Knesewitsch, der eigentlich für das Team HC Strache für die kommende Wienwahl kandidieren wollte. Eigentlich. Denn mit dieser verbalen Entgleisung eines mittlerweile gelöschten Videos ist auch die kurze Politkarriere des 38-Jährigen beendet. Er tritt nach einer öffentlichen Entschuldigung in einem Facebook-Video, das ebenfalls schon wieder gelöscht ist, zurück. In dem eben gesehenen Video an einer rappelvollen Tankstelle am Wiener Schwedenplatz hat sich Knesewitsch, der sich nach eigenen Angaben als Sänger, Künstler und Bürgeraktivist bezeichnet, unter anderem auch gegen das Tragen der Maske ausgesprochen. Was? Gibst du runter, diese Maulkorb runter? Maulkorb. Wir sind keine Hunde. Bravo. Wir sind keine Sklaven. Genug. Bravo. Genug. Gibt's kein Virus. Wo sind die Toten? Im Urlaub. Na, wo sind die 100.000 Toten, was der Kurz gesagt hat, das Arschloch? Ja. Entschuldigung, dass ich schimpfe, aber ich bin emotional geraten. Er habe im Rahmen einer privaten Geburtstagsfeier über die Stränge geschlagen, hat sich Knesewitsch in seinem nicht mehr einsehbaren Entschuldigungsvideo gerechtfertigt. Aufgrund seiner serbokroatischen Abstammung habe er emotional reagiert. Der Bruder eines Profiboxers werde nicht länger als Sandsack im durchschaubaren Spannungsfeld politischer Interessen gegen das Team HC Strache herhalten, meint Generalsekretär Christian Höbert. Knesewitsch, der auf seiner Facebook-Seite gern von Widerstand mit IE schreibt, hat wohl selbst zu viel Widerstand erhalten. Doch schon zuvor haben sich etliche politische Kommentatoren über den jetzt doch nicht Kandidat gewundert. Peter Westenthaler spricht gar von einer Flüchtlingsliste und meint süffisant: Das ist ja mittlerweile eine Versammlung von Glücksrittern und Wohnsitzjongleuren, kann man ja fast sagen. Irgendwo müssen sie ja hin. Die haben einen, Josef Czab, weiß nicht, ob du das weißt, die haben einen auf der Liste, der ist allen Ernstes bis zum heutigen Tage in Belgrad gemeldet. Das ist jetzt die nächste Geschichte, die da herkommt. Das ist jetzt diese Flüchtlingsliste, die er da präsentiert hat, das ist ja skurril, ne? Und auch Gerald Gross, der nicht gerade als Vertreter der linken Reichshälfte bekannt ist, lässt kein gutes Haar an der Strache-Truppe. Der Listenführer selbst, ein wohnsitzfälschender Lügner, ein Spesenritter, ein dekadenter Abkassierer, ein Parvenu, der sich auf dem Weg in die Politik die leeren Taschen vollstopfte. Der Wahlkampfleiter, ein amtsbekannter Hefenbruder und einstiger Chefkorruptionist des Eurofighter-Deals. Ja, das stimmt. Und der Generalsekretär, ein busengrapschender Höhlenmensch. Dazu gesellt sich ein dubioser Freimaurer einer noch dubioseren slowakischen Loge, dessen Amtsbekanntheit sich im Bälde steigern wird, garantiert. Statt Kickl gibt's nun Kiki, die fleischgewordene Mischung aus einzelligem Echsenmenschen, Flacherdenvertreterin und Chemtrail-Schnüfflerin als Vorzugsstimmenkandidatin, die im illuminierten Zustand, also besoffen, an Dan Browns nüchterne Illuminaten glaubt und die mehr oder weniger ausgestorbenen Familie Rockefeller und Rothschild für das größte Übel der Welt hält und somit einmal mehr die alte Mär vom weltzerstörerischen Ostküstenjudentum hochhält.